Wir haben hier nun mal einen ganzen Tag mit dem geschriebenen Wort zu tun. Das ist halt so. Und die Leute, die sich dann hier bewerben mit Fünfen und Sechsen, da haben wir beide keinen Spaß dran. Ich habe eben gerade noch mit unserem Ansprechpartner gesprochen, dass wir für 2020 ja wieder Auszubildende, also Ausbildungsstellen zur Verfügung stellen im Verlag, sowohl Medienkaufleute als auch Mediengestalter. Beide Berufe sind ja bei uns sehr, 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 sehr ertragend. Und das heißt, die Medienkaufleute sind die, die sich natürlich um das ganze Backoffice kümmern, um das ganze Thema. Also das heißt Ausgabenplanung, Druckerei, Spedition, nachher Abonnementgeschäft, Anzeigengeschäft, Lizenzgeschäft und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite eben die Mediengestalter, die dann wirklich richtig fleißig dabei sind, die Ausgaben selber zu gestalten und zu layouten, als auch natürlich die ganzen Online-Geschichten. Also das heißt unsere Online-Plattformen über die fünf verschiedenen Titel, Bildbearbeitung und blablabla. Und auch Bildherstellung und auf der anderen Seite natürlich auch Social Media. Und Social Media ist ein richtig, richtig starkes, also wie soll man sagen, aufwendiges Ding geworden. Ne? Das ist unvorstellbar, wie lange die ja teilweise dort am Tag unten daran arbeiten, die Postings zu erstellen, die Bilder dafür zu bearbeiten oder die Bilder eben aus den Fotodatenbanken rauszufischen und so weiter. Und dann in Hochformat-Story und Quadrat für das und Querformat für Facebook und so weiter. Das ist unglaublich, muss man wirklich sagen. Auch das Daily, ne, was da für eine Arbeit dran hängt, das alles für YouTube zu optimieren und für Instagram zu optimieren und für die anderen Portale, für Facebook und für Xing und LinkedIn und so weiter. Mann, oh Mann, da kommt richtig was zusammen. Wichtig ist natürlich, dass die Azubis, die sich auf so eine Stelle bewerben, wir haben hier nun mal einen ganzen Tag mit dem geschriebenen Wort zu tun. Das ist halt so. Und die Leute, die sich dann hier bewerben mit Fünfen und Sechsen, da haben wir beide keinen Spaß dran. Deswegen nehmen wir die leider auch nicht. Weil wir hatten ja schon junge Leute hier, die konnten leider nicht schreiben. Und das macht dann, weil das ist, da hast du keine Erfolgserlebnisse. Der macht dann was fertig, der macht dann sich einen ganzen Vormittag Arbeit und dann macht das nachher jemand alles wieder zunichte, weil er sagt, jedes zweite Wort ist falsch geschrieben. Was sollen wir da machen? Weißt du, das ist ineffizient und derjenige ist todunglücklich, weil er sagt, ich habe hier nie irgendwie Erfolg, sondern ich werde den ganzen Tag nur angequakt. Ist ja nicht böse gemeint, aber es darf ja nun mal nicht mit allzu vielen Fehlern. Klar, wir machen jederzeit mal Fehler, da wird mal ein Buchstabe vertauscht und so, das gehört zum Alltag dazu, das ist überhaupt gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, das erhöht ja die Engagementrate, weil der typische Deutsche gleich schreibt, nee, das ist falsch geschrieben, ist auch super. Ne? Der Algorithmus springt dann gleich an und sagt, oh, das muss ja ein wichtiger Post sein, wenn da alle drauf reagieren. Aber im Alltag ist es halt dann wirklich, da muss man schon irgendwie so, ich sag mal, Bereich 3 minus, damit kann man noch ganz gut leben. Das verbessert sich dann im Alltag. Weil wenn du hier, wie gesagt, einen ganzen Tag mit Schrift zu tun hast, dann wirst du irgendwann automatisch besser, weil in der Schule lernst du es halt nicht genug. Aber wenn du schon wenn du besser in Mathe bist oder Physik oder Chemie, dann ist es lieber in so einen Zahlenberuf zu gehen, anstatt hier in so einen Schriftberuf, ne?